Hallo, herzlich willkommen zu deiner Stunde. Ich bin Birgit und wir werden uns ein bisschen aufwärmen, bevor wir anfangen. Ganz leichte Bewegungen, Schultern einfach im Wechsel nach oben ziehen. Bis zu den Ohren. 4, 3, 2, letztes Mal. Wir atmen tief ein, öffnen die Arme ganz weit nach hinten und wir atmen aus, werden rund, ziehen die Arme nach vorne. Einatmen, strecken, ausatmen. Ein und wieder aus. Ein letztes Mal ein und wieder aus. Lassen die Arme unten, Schulterkreisen nach hinten. Vier, drei, zwei. Lassen die Arme ganz locker unten. Wir bewegen uns einmal nach links, einmal nach rechts. Links und rechts. Links. Versucht euch so weit wie möglich nach unten zu ziehen. Vier, drei, zwei und letztes Mal. Wir bleiben hier, atmen tief ein, lassen die Arme oben und ziehen uns lang. Links, rechts, die letzten 4, 3, 2 und wir lösen. Arme nach unten, alles auslockern ein bisschen. Dann nehmen wir unser Band. Wer jetzt kein Band hat, der kann diese Übung auch ohne Band machen. Wer ein Band hat, der nimmt sich das Band, legt das Band auf den Rücken. Wir strecken die Arme dann aus. Wir atmen tief ein. Und wir atmen aus. Spannen unser Powerhouse an. Wir ziehen den Bauchnabel nach innen und nach oben. Und diese Spannung halten wir. Atmen gleichmäßig weiter tief ein und aus. So. Jetzt drehen wir unseren Oberkörper mal auf die linke Seite. Atmen aus und kommen zur Mitte zurück. Atmen ein. Rechte Seite ausatmen und wieder zur Mitte ein. Linke Seite ausatmen und wir kommen wieder hier zur Mitte zurück. Mit der nächsten Ausatmung einmal wechseln. Lösen. Und dann spannen wir das Band nochmal erneut an und erweitern diese Übung. Wir atmen tief ein und atmen aus. Powerhouse anspannen. Wir drehen den Oberkörper nochmal nach links, kommen mit der Einatmung zur Mitte zurück und wir wechseln. Jetzt nehmen wir die Beine mit dazu. Mit der Ausatmung rechtes Bein ausstrecken. Und einatmen, Bein absetzen. Ausatmen, linkes Bein ausstrecken. Wieder absetzen. Wechseln. Noch einmal. Zur Mitte zurück und lösen. Wir legen das Band unten ab. Ganz locker auf und ab bewegen. Die Arme ganz locker ausschütteln. So, wir atmen tief ein über die Seite. Strecken uns nochmal lang. Links, rechts. Links, rechts. 4, 3, 2, lösen die Arme, stehen auf und setzen uns hier auf die Knie, legen uns über den Ball, strecken die Beine lang, nehmen die Arme nach hinten, wir atmen tief ein und wir atmen aus, spannen unser Powerhouse an. Jetzt rotieren wir die Arme nach außen und heben gleichzeitig unseren Oberkörper an.
Einatmen tief, ausatmen anheben. Einatmen tief, nach innen rotieren die Arme und wenn wir uns anheben, nach außen. Einatmen tief und ausatmen. Wir trainieren die Rückenmuskulatur, insbesondere den unteren Rücken. Anheben und tief. Anheben und tief. Letztes Mal. Lösen. Ganz rund werden. Wir legen uns einfach ganz bequem hier über den Ball. Ganz kurz entspannen. Diese Übung wiederholen wir noch einmal. Füße wieder aufstellen. Arme ausstrecken, Powerhouse anspannen. Wir atmen aus, heben den Oberkörper an und atmen ein. Wer möchte, hebt jetzt im Wechsel ein Bein mit an. Ausatmen und einatmen. Ausatmen und einatmen. Wenn das zu wackelig wird, dann lass die Füße unten. Ausatmen. Einatmen. Nochmal aus und ein. Aus und ein. Aus und ein. Letztes Mal. Wieder ganz rund werden. Ganz kurz entspannen. Einfach mal ein bisschen vor- und rück bewegen. Wir stützen unsere Unterarme auf den Ball, falten die Hände zusammen. Wir atmen tief ein und wir atmen aus. Stützen uns nur mit den Unterarmen ab. Eine gerade Linie. Wir spannen unser Powerhouse fest an und strecken mal ein Bein nach hinten aus. Setzen das Bein wieder ab. Noch einmal wechseln und wieder absetzen. Wechseln und wieder absetzen. Ganz gleichmäßig weiter tief ein- und ausatmen. Und jede Seite noch einmal. Wir lösen, kommen auf die Knie. Bewegen den Ball einmal rechts und einmal links. Einfach nur hin und her bewegen. So, wir gehen wieder auf den Ball, legen uns auf den Ball, stützen die Hände hier ab, strecken die Beine lang aus und jetzt setzen wir die Finger so, dass die Finger so ein bisschen nach innen zeigen. Und wir gehen mit der Nasenspitze nach unten und strecken uns. Nasenspitze tief und wieder strecken. Die Arme beugen und strecken. Beugen und strecken. Nur noch vier. Langsam wieder zurück. Strecken die Arme lang. Richten uns langsam wieder auf. Und das war's schon. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss.
Hallo, herzlich willkommen zu deinem Kurs. Ich bin Birgit und ich möchte mit dir heute ein paar Übungen für den Rücken machen. Dazu habe ich ein Band mitgebracht. Wer jetzt aber kein Band hat, der kann die Übung auch ohne Band machen. Wir wärmen uns erstmal ein bisschen auf, kreisen ganz locker die Schultern nach hinten. 4, 3, 2. Die Schultern im Wechsel. Links und rechts. 4 mal, 3, 2. Letztes Mal. Nimm die Hände an die Oberarme, rotieren den Oberkörper ganz locker von links nach rechts. Nimm den Kopf mit. Den Oberkörper links und rechts. Und die letzten zwei. Atme tief ein und über die Seite wieder aus. So, wir fangen mit der ersten Übung an. Dazu nehmen wir uns das Band. Nimm das Band nach hinten. Nimm das Band zwischen Daumen und Zeigefinger. Setzen uns ganz aufrecht hin. Ziehen das Band. Wir ziehen erstmal die Arme so ein bisschen nach hinten. Und jetzt das Band nach außen. Und wieder nach innen. Außen und innen. Außen und innen. Außen und innen. Ziehen das Band nach außen und gehen jetzt mit geradem Rücken nach vorne. Immer ganz leichter Druck nach außen. Wir richten uns wieder auf und gehen wieder mit geradem Rücken nach vorne. Spannung hinten im Band. Wir trainieren jetzt mit dieser Übung den unteren Rücken. Und durch den Druck nach außen trainieren wir gleichzeitig auch die Arme mit. Gehen nach vorne, richten uns wieder auf. Und die allerletzte. Noch 8.4 noch. Lass den Kopf schön in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir lösen. Legen das Band einfach über die Beine, stützen uns mit den Händen ab auf den Oberschenkeln, machen den Rücken ganz rund. Richtig schön rund machen, mobilisieren so unsere Wirbelsäule, machen den Rücken wieder gerade. Rund und gerade. Rund, gerade. Einmal noch. Rund. Wir bleiben hier mit dem Oberkörper, also den Oberkörper so ein bisschen nach vorne geneigt, Rücken gerade, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, rechten Arm ausstrecken auf Ohrhöhe, der andere Arm zieht nach hinten und jetzt im Wechsel. Wir trainieren den unteren Rücken und den Rückenstrecker. Vier,
3, 2, lösen. Kommen wir gerade im Rücken wieder nach oben. Bewegen uns einfach mal auf und ab. Arme locker. So, jetzt nehmen wir unser Band. Wickeln das Band am besten wieder zwischen Daumen und Zeigefinger und strecken die Arme nach vorne aus. Arme sind lang ausgestreckt. Wir setzen uns ganz aufrecht hin und schieben jetzt immer einen Ellbogen nach hinten. Kommen wieder zurück nach vorne und wechseln zur anderen Seite. Jetzt trainieren wir den oberen Rücken. Schieben dabei das Schulterblatt so ein bisschen nach hinten. Ellbogen nach hinten, der Kopf geht mit. Schaut zum hinteren Ellbogen. Wer jetzt kein Band hat, kann die Übung natürlich auch ohne Band machen. Das geht genauso gut. Mit Band ist es ein bisschen anstrengender. Und die letzten. Nur noch 4. 4. Und langsam lösen. Legt das Band einfach mal zur Seite, lockert die Arme ein bisschen aus. Nimm die Hände nach hinten, ziehen die Arme nach hinten oben und gehen mit dem Oberkörper nach unten. Zieht die Arme so weit es geht nach hinten oben. Wir dehnen jetzt die Brustmuskulatur und richten uns langsam wieder auf. Gleichzeitig dehnen wir unsere Schultern nochmal tief, Arme nach hinten oben und richten uns wieder auf. Noch zweimal. Letztes Mal. Wir richten uns wieder auf, nehmen unsere Hände auf die Oberschenkel, machen den Rücken wieder ganz rund und wieder gerade. Noch einmal rund und wieder gerade. Letztes Mal. Rund und wieder gerade. Wir nehmen unser Band noch einmal, wickeln das Band wieder zwischen Daumen und Zeigefinger und wenn wir das Band schulterbreit greifen, haben wir schon wieder eine leichte Spannung im Band. Nehmen das Band ganz nach oben und ziehen nach außen und wieder nach oben, nach außen und wieder nach oben. Jetzt kommen wir wieder zum mittleren Rücken. Nach außen und nach oben. Die letzten 4 Wiederholungen. 4. 3. Zweimal. Und ein letztes Mal. Dann lassen wir den linken Arm oben, ziehen nur den rechten Arm nach unten und wir wechseln. Jetzt kommt der linke Arm, ungefähr bis zur Schulter nach unten. Wechseln und wechseln. Macht weiter, ich drehe mich nur mal nach vorne. Viermal. Dreimal. Zweimal und letztes Mal. Wir ziehen beide Arme nach unten und wieder nach oben. Tief
und wieder hoch. Und die letzten nur noch viermal. Dreimal. Letztes Mal. Lassen die Arme nochmal oben und ziehen nochmal im Wechsel. Einmal links und einmal rechts. Einmal links, einmal rechts. Und die letzten nur noch viermal. Drei. Zweimal. Wir lösen. Legen das Band zur Seite. Stehen auf und legen unsere Unterschenkel auf den Ball. So, die Arme sind lang am Boden abgelegt, Unterschenkel liegen hier oben auf dem Ball und wir rollen uns auf, Wirbel für Wirbel, kommen in die Schulterbrücke. Rollen uns Wirbel für Wirbel wieder nach unten ab. Noch einmal aufrollen. Und wieder abrollen, Wirbel für Wirbel. Aufrollen. Abrollen. Zweimal noch aufrollen. Beine sind lang. Und wieder abrollen. Letztes Mal. Hier bleiben wir jetzt. Nehmen den rechten Arm nach hinten und den rechten Arm wieder nach vorne. Wir trainieren jetzt den Rücken und auch die hintere Oberschenkelmuskulatur. Drückt fest die Waden in den Ball. Die letzten vier. Arme lang, Rücken abrollen. Arme zur Seite. Bewegen einfach mal die Beine von rechts nach links. Mobilisieren mit dieser Bewegung den unteren Rücken. Wir bleiben hier in der Mitte liegen, lassen die Arme wieder lang ausgestreckt am Boden. Ein Bein setzen wir hier an der Seite ab. Und jetzt ziehen wir uns wieder nach oben. Drücken fest den Fuß in die Unterlage und gehen wieder nach unten. Abrollen und aufrollen. Mit dieser Übung trainieren wir noch zum Teil den Rücken, aber auch die Gesäßmuskulatur. Mach diese Bewegung einfach im eigenen Rhythmus. Vier noch. Zwei noch. Letztes Mal und wir halten hier oben. Halten. Und langsam wieder lösen, abrollen. Dann wechseln wir die Seiten. Setzen den anderen Fuß unten ab und wir kommen nach oben. Aufrichten und wieder abrollen. Aufrichten
und wieder tief. Und die letzten zwei. Wieder die Beine oben auf dem Ball, Arme wieder seitlich am Boden und wieder ganz locker die Beine von rechts nach links. Nehmen wir den Ball in die Hände, stellen unsere Füße unten am Boden ab, nehmen den Ball nach hinten und rollen unseren Oberkörper auf, tippen den Ball einmal an die Knie und wir kommen wieder zurück. An die Knie und wieder zurück. Atmen aus beim Hochgehen, ein beim Tiefgehen. Die letzten vier. Jetzt gehen wir mit dem Ball schräg nach oben, am Bein vorbei, zur anderen Seite. Und auch hier beim Hochgehen ausatmen und beim Tiefgehen wieder ein. Die letzten vier. Zweimal noch. Und lösen. Legen die Beine wieder auf den Ball ab. Ganz locker die Beine von rechts nach links bewegen. Komm langsam nach oben. Über die Seitlage. So, und das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.